Ich mache gar nichts Schweres, weil ich lege Fokus nicht auf den Boden. Fetze gerade mit Kopf und so. Ich habe nämlich letztens wieder. Ich zähle, wenn ich richtig schwer gehe, macht der Kopf den hier, weißt du? Sieht schon was. Ja, wenn du mehr am Stück machst und mit den Händen dranbleibst, dann ist ein Griff noch mit. Also wir haben beim fünften, beim letzten Satz, was der Griff auch gemacht, was der Griff versagt, ne? Du musst jetzt besser heben. Easy. Ich meine, nach dem Abend gestern brauchst du auch eigentlich nicht viel machen, weißt du? Das Ungeziefer, da bin ich dann schon voll geschwitzt, hab's immer noch. Total der Stinker eigentlich gerade. Erste, was lernen musst, aber wenn du auf der Bank liegst oder was, dass du einfach weißt, wie du ein Gewicht fallen lässt, wenn du alleine bist, weißt du? Du hast hier ausgezählt, leg mich am Arsch her. Ja. Schön am Front Squat ist so, du kannst einfach vorne runterfallen lassen. Läuft's noch oder was? Dann lass laufen. Scheiße. Ja, wir dachten, ein Radiofinisher lasse ich mal weg. Hatte ich ja gestern schon. Auf dem Konzert Pogo ist
absolute High-Intensity Interval Cardio, glaube ich gar nicht. Ich habe es sogar versprochen, Weltklasse, oder? Weiter um. Oberkörper-Dehnübungen fangen wir mal an, oder? Ja, ich nehme es ganz gut, komm ich drauf, scheiß drauf. Korrektives Dehnen heißt, du willst Muskeln dehnen, die dich in eine schlechte Körperhaltung ziehen. Eine Brust, ein Bizeps und sowas, wo die Schulter eindreht und hier hindreht. Rückenmuskeln dehnst du nicht. Dehnst du die Körpervorderseite, dehnst du die Brust. Hier, andere Seite. Nein, du bist scheiß drauf. Ich glaube, bin ich ein guter Tipp. Den ganzen Unterarm mit. Das habe ich im Front Squat Video, glaube ich, auch schon drauf. Ja. Kriegst auch ein bisschen die Beweglichkeit ins Handgelenk rein. Wenn du jetzt noch weiter hoch gehst, hast du noch mehr Knick im Handgelenk. Den Handgelenk noch mehr mit durch. Machst du das beide Seiten. Oh, ja. Das ist Schüler und so, ganz gemütlich. Also ich habe ja Muskelkater vom Headbang gekriegt im Nacken. Nacken. Also am besten wäre, wenn du eine Bank hättest, wo du drauf hockst und dich festhalten kannst und noch mehr dagegen ziehst. Aber ganz einfach mal hier von der Seite. Und dann arbeite ich dich halt mal bis zur Mitte, weil ich gehe mal über die ganze Nacken. Mal hier. Oh ja, hier ist gerade ganz brutal. So, und andere. Wenn sich jetzt einer vorzieht, kann der mit seinen kurzen Haaren Headbanger machen. Ich hab's auch nicht geklappt. Das war ultra geil. Ah, ist voll abgegangen. Ja, ist gut, alles fest jetzt. Geh mir mal aus dem Weg, ich brauche meine Matte. Aber wenn ich gesagt habe, eben Rücken dehne ich nicht, dass ich den oberen Rücken nicht, wo die Schulterblätter zusammenziehen und so. Den unteren Rücken dehne ich irgendwie immer mit. Allein wenn ich mich hier hinhocke, Oberschenkel Rückseite dehne. Wenn ich mich vorlehne, dehne ich den Rücken schon mit. Ne? Und gerade bei mir persönlich merke ich, also, da ist sehr verspannt der untere Rücken. Geht der Arsch hinten hoch. Diese untere Rücken-Hüftbeuger-Kombo, einer zieht runter, der andere zieht hoch, da hast du einen rechten Arsch, weißt du? Dehn ich genau die beiden. Ja, die Oberschenkel gehen gut vor. Ja, wie gesagt, ein Hüftbeuger. Der vom ganzen Tag sitzen zum Beispiel. Automatisch schon sehr verspannt ist. Im Nacken gibt es auch. So ein Bürojob ist halt total Katastrophe für den Körper. Aber dann denkst du, chillst den ganzen Tag und fuckst dich immer noch mehr ab. Allein durchs Nichts machen und schief da oben. Aber überleg mal, jeder mit dem Büro so rumhocken. Macht ja keine Sau. Wäre aber super, ah, da lacht er. Ja, wenn euch das irgendwann mal zu einfach ist, das gar nicht mehr zieht, spann den Arsch an auf der Seite. Wenn das immer noch nicht langt, jetzt geht's aber ins Gleichgewicht. Ah, nehm ich noch den Fuß hier hinten mit. Jetzt wäre halt optimal, wenn du eine Bank drunter hast oder eine Wand hinten dran oder irgendwas. Ah. Was ja immer top ist, vor allem wenn du in einen tiefen Squat reinkommen willst, mach ihn einfach. Mach ihn einfach. Ohne Gewicht, ohne nichts. 90% von Leuten werden jetzt rückwärts umfallen. Dann gehst du halt an den Pfosten, hebst dich an den Pfosten fest. Bevor die Flasche werden, Pfosten, wo er hochgeht, hebst dich hier fest, dass du nicht rückwärts umfällt. Aber mit der Zeit kommt das alles. Sehr viel macht auch die Beweglichkeit im Sprunggelenk aus und so. Wenn du jetzt dein Gewicht ein bisschen verlagerst und so, kannst du noch den Rücken hier auf der Seite mitnehmen. Oh ja, sehr gut. Jetzt auf die andere.
Also das sind so Sachen, die nicht unbedingt bei jedem funktionieren. Bei mir funktioniert es top. Aber ich habe ja auch einen kaputten Rücken gehabt und alles. Ja, bei aller Rumdehnerei bringt überhaupt nichts, wenn im Rücken die Kraft nicht da ist, um die Schulterblätter überhaupt zusammenzukriegen. Wenn in der Schulter die Beweglichkeit fehlt, wenn der Rücken zu schwach ist, bringt das alles nichts. Nehmt euch Bänder oder irgendwas oder einen Stock, ein ganz normaler Besenstecker lang da. Ellenbogen immer gerade. Und jetzt muss ich mit den Schulterblättern zusammen, damit du hier runterkommst. Sonst würde ich hier nicht reinmachen. Ja, einfach, nee, dann gerade bleiben. Zack. So funktioniert übrigens jeder Overhead Squat. Ein Overhead Squat mit einem Band und so. Zum Beispiel, kann auch sehr gut gehen. Und einfach mal diese schläfrigen Muskeln im oberen Rücken aktivieren mit einem Band. Sich das Band über die Brust. Hier hinten wie die Schulterblätter zusammengehen müssen. Das ist sich mit dem T-Shirt nicht verkleidet. Sowas zum Beispiel vor jedem Training. Also ich mach's jetzt gerade nachher, normal mach's vorher. Korrektives Dehnen mach's vorher. Und was haben wir noch? Noch eine Top-Sache. Ähnlich wie ein Facepull. Das diesmal brauche ich was für die Rotatoren am Schatten rein. Facepull wie am Kabelzug. Bleibe ich aber hier, Ellenbogen waagrecht und drehe nach oben. Hinter Außenrotation. Innenrotation haben wir genug für den ganzen Gorilla-Körper. Außenrotation ist das, was fehlt. Sagt ihr vor jedem Training, vor jedem, scheißegal, ob du den Rücken trainierst, ob du den Fuß trainierst, ob du die Beine trainierst. Ganz was anderes machst. Markier das mal mit rein. Die Körperruhe noch besser, wenn die Körperhaltung steht, funktioniert auch einfach besser. Für jeden Sportler. Sieht besser aus. Wie viele Leute kommen und sagen, mir doch scheißegal, ob ich gesunde Gelenke habe und was weiß ich was alles. Ich will einfach nur gut aussehen. Also so pusht so ein Bizeps und sehen so aus. Guck mal meine Schultern und so, wie scheiße ist auch voll die Stirnacke. Jetzt laufe ich so den ganzen Tag rum, sehe ich aus wie ein Dummkopf. Wenn so einer auf dich zukommt, der sieht doch aus nach Selbstbewusstsein und allem, weißt du? Und so sieht ein guter Körper aus. Und der Bodybuilder, also Professionelle, auf der Stage anguckst, die stehen alle so da. Da ist keiner, wo irgendwie natürliche Körperhaltung so hat. Außer wenn er gerade seine weiße Scheißdreck-Poster macht, richtig? Mach Feierabend, komm.